Welch eine bewegende Geste. Zur Beerdigung von Biker Philipp B. kommen hunderte Motorradfahrer nach Obrichheim-Asbach in Baden-Württemberg. Der 24-Jährige stirbt vor wenigen Tagen während seiner Motorradprüfung, als ein Mercedes-SUV ins Schleudern kommt und den Zweiradfahrer frontal rammt. Freunde verabschieden sich mit bewegenden Worten. Er hat jeden Freund bedingungslos akzeptiert und hat nie einen im Stich gelassen. Mit seiner hilfsbereiten und fröhlichen Art hat er seine Freunde anstecken können. Wie oft hat er uns in schweren Lebenslagen beigestanden und hat immer einen Rat auf Lager. Wir danken dir für diese tolle Zeit. Wir werden dich nie vergessen. Du wirst immer einen Platz in unserem Herzen haben und dort weiterleben. Fahrer Wolfgang Müller versucht, Familie und Freunde darauf vorzubereiten, dass der Schmerz noch einige Zeit anhalten wird. Und unsere Trauer braucht auf jeden Fall auch Zeit. Bis Wunden und Verletzungen heilen, sind diese noch lange zu spüren. Und trotzdem bleiben schmerzende Narben zurück. Menschen, die durch einen Unfall oder eine Krankheit ein Körperteil verloren haben, berichten auch nach Jahren von sogenannten Phantomschmerzen. Es tut weh, obwohl es nicht mehr da ist. Und so wird auch ihr Verlust sie noch eine sehr lange Zeit begleiten. Als Philipp B. seinen letzten Weg antritt und sein Sarg in die Erde gelassen wird, heulen die Motoren der Motorräder auf. Es ist ein letzter Gruß.